Jetzt schon wieder durchgejagt. Guck mal, da ist ein bisschen Milchschäumchen. Jo, hast du dir auch verdient. Aber keine Schokolade. Nur Milchschäumchen. Ne? Jo. Oh, Pippi, der ist auch kalt. Oh, ich darf nicht. Ja, du kriegst was. Du kriegst Wessi. Wessi, auf meiner Oma Gitti hat Wessi. Ich habe ein Déjà-vu. So, jetzt fahren wir wieder durch den Tunnel. Und das ist der Zuckerhut-Tunnel. Der ist ganze 190 Meter lang. Heißt, wir sind gerade drin. Dann sehen wir auch schon wieder das Licht am Ende des Tunnels. Jetzt fahren wir gleich noch durch einen anderen. Der ist 2 Kilometer, war der, ne? Und auch der Nachbarort, das ist Schonach, sind bekannt für die Kuckucksuhren. Triberg und Schonach, das ist der Nachbarort, die sind auch bekannt für die übergroßen Kuckucksuhren. Nebenan in Schonach, da waren wir mal vor 3 Jahren, da ist die erste weltgrößte Kuckucksuhr, also die erste selbstgebaute. Und dann da blenden wir euch jetzt auch mal so einen kleinen Film zu ein. Hier steht schon Tradition Moderne, also da sieht man auch ganz viele moderne Kuckucksuhren, wie diese da, die einfach nur ja, schwarz oder rot sind, einfarbig. Und da kommt trotzdem jede Stunde ein Kuckuck raus. Also ich finde die cool. Ich stehe total auf Kuckucksuhren. Ich muss auch dazu sagen, wir haben uns eine rosa mitgenommen. Rosa, weil es halt cool aussieht und sonst keiner eine rosa mehr hat. Wir schauen uns jetzt mal das Innenleben der Kuckucksuhr an. Können wir sehen, einfach sind 2 Euro. Gehen durch. Du auch. Genau. Und schön. Hier ist auch das Pendel von innen. Wow. Und hier ist es so ein bisschen, wie eine Kuckucksuhr aufgebaut ist. So ein Charme. Schon Wahnsinn, wie viele kleine Zahnräder. Jetzt eigentlich nur noch der Kuckuck, der rauskommt, aber es ist keine volle Stunde. 10 Minuten. Komm.
der Maßstab zum Originalnachbau beträgt 60:1. Und die Kosten, also die Gesamtkosten für die komplette Kuckucksuhr liegen bei über 1 Million Euro. Herzlich willkommen, liebe Besucher, hier im Innern der größten Kuckucksuhr der Welt. Bevor ich Ihnen etwas über die außergewöhnliche Uhr erzähle, möchte ich mich selbst erst einmal vorstellen. Mein Name ist Johann und ich bin ein Schwarzwälder Uhrenträger. Meine Geschichte reicht ungefähr 200 Jahre zurück. Damals hat im Schwarzwald die Tradition des Uhrenbaus angefangen. Meine Aufgabe war es, die während der langen Wintermonate in den Wohnstuben gebauten Kuckucksuhren in die Welt hinauszutragen, um sie zu verkaufen. Zu Fuß oder weiter hinaus mit den Flößern sind wir ins Rheinland, nach Holland und sogar nach Russland gezogen. Unsere Uhr wurde von 1990 bis 1994 gebaut und ist seit 1997 im Guinness Buch der Rekorde eingetragen als die größte Kuckucksuhr der Welt. Sie ist ein originalgetreuer Nachbau einer kleinen Kuckucksuhr im Maßstab 60:1. Angeschlossen ist noch ein Uhrenshop. Das sind aber nicht nur Kuckucksuhren, sondern ganz, ganz viele verschiedene Arten. Entschuldigung. Das ist genau Michels Ding, alles mit Gesichtchen. Geil. Oben die sind total cool, die mit den Schwarzwaldhüten und die daneben mit den, keine Ahnung, aber sieht auf jeden Fall. Überall. Überall. Thank you.
Wie heißt der? Das ist der Steinbiss-Tunnel. Ist wieder hier riecht nach Holz. Relativ kurz. Ja, hier riecht es wirklich nach Holz drin. Jetzt kannst du vielleicht reden. Ist das die weiße sich links. Halten Sie sich links. Wir uns weiße da kommt der Zoll. Wir fahren jetzt durch den Hornberg. Und Ösen, da der Tunnel ist ziemlich lang. Wir können dann sehen. Und zwar 1884 Meter. Genau. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Simonswald in die Sonne. Das ist ein Italiener. Haben auch schon 7 Uhr durch und sind etwas hungrig. Da ist er, der Michel. Hallo. Hallo. Hier ist die Sonne in Simonswald. Gehen wir jetzt mal rein und natürlich bekommt ihr auch ein paar Fotos von unserem Essen. So, jetzt haben wir Vorspeise in der Sonne. Italiener, Bruschetta und zwar 4-mal für uns alle. Schmeckt gut? Ja, lecker. Ich habe noch nicht probiert. Echt, guten Appetit. Jetzt ist die Hauptspeise da. Ich habe Bandnudeln mit Lachs und Tomatensauce. Der Michel hat Pizza nach Art des Hauses. Sieht sehr gut aus. Mama hat Nudeln mit verschiedenen Gemüse. Genau. Und Laura hat eine Lasagne. Die aber die kommt noch. Da kommt sie. Da kommt die Lasagne. Und, hier ist doch Käse, da ist die Lasagne, standesgemäß ein Glas Wasser und ein Glas Cola, Prost, und Wasser. Cola mit Wasser und Alkohol, ja, Prost. Jetzt wünsche ich euch allen einen guten Appetit. Danke, ebenso. So, wir haben jetzt fertig gegessen, hat super, super lecker geschmeckt. Michel hat auch noch einen kleinen Rest, ich habe voll den blöden Winkel zum Filmen. Siehst du sie? Da? Ja?
übrig. Den ist er wahrscheinlich dann nachher im Hotel. Und ich muss sagen, man muss hier besonders appreciaten, dass die Messer so gut schneiden. Ja? Also meistens hast du ja wirklich Messer in Restaurants und Hotels, die, da schneidest du dich einfach zum Handkocher. Und die hier, zeig mal ein Messer gerade. Oh, liegt bei mir am Teller. Muss doch noch sagen, wo du warst. Ja, habe ich schon. Wir sind in der Sonne. Schleichwerbung. Ja, kann ich empfehlen. Ne? Kannst du auch empfehlen? Unser Mensch zum ersten Mal. Sehr, sehr lecker. Wir sind satt. Ja. Wir sind fertig mit Essen und haben noch einen Masala bekommen. Zum Abschluss. Prost! Oh, ich wollte ja. Prost! Salute! Salute! Sehr gut. Also, wenn ihr hier in der Nähe seid, die Pizzeria Sonne in Simonswald ist auf jeden Fall zu empfehlen. Jung! Genau. Da waren wir schon öfters und ist lecker. Hier auch noch. Ich stand sicher mein Bein. Oh, jetzt nehmen wir das. So wie es aussieht, stand da mein Bein. Ach, wie.